Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge YouTubers Live. Was tue ich denn dann aufleveln? Mehr Abonnenten. Und dann kann ich auch schon ein Unboxing machen. Glaube ich zumindest. Oder? Du bekommst mehr Abonnenten, 6% mehr Abonnenten mit angezockt Review oder Unboxing-Videos. Heißt aber nicht, dass ich's. Ah nee, okay. Also das muss ich dann erst nochmal freischalten, okay. Gut. So, das lädt. Rendern ist fertig, hochladen. Du gehst mal arbeiten. Oh ja, wieder hier Eventplanung, dann schlafen, dann musst du was essen und dann nimmst du Gameplay auf. Wieder so eins. Gut. So, hochgeladen ist. Kommentare halten sich noch in Grenzen. Also zumindest noch. Wenn du nicht weißt, wie man Videos richtig aufnimmt, solltest du es besser. Also solltest du kein YouTuber werden, okay. So, bewerben. Zack. Und ich habe schon 21.000. Nee, jetzt 22.000. Wow. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. So, was essen? Ich bin Level aufgestiegen, aber krieg keine Punkte, was? Warum nicht? So. Und ich kann eigentlich jetzt auch wieder meinen PC aufrüsten, fällt mir gerade auf. Das müsste ja theoretisch gehen. Winkende Begrüßung. Zeit, bevor das Spiel startet. Mache ich wieder sinnloser Kommentar. So, du hast ein Easter Egg gefunden. Singender Kommentar. Interaktiver Bildschirm. Ernster Kommentar. Und wieder Verabschiedung. Zack. So. Das passt doch schon mal ganz gut. Und die Interesse ist auch noch da. Aber vielleicht sollte ich mal einen Kurs belegen. Gestohlenes Video oder urheberrechtlich geschützte Musik? Gestohlenes Video. So, was will der jetzt? Ey. Schubst er mich einfach zur Seite und klotzt auf meinen PC? Mein PC ist kaputt. Der Video ist nicht okay. Nee, tut mir leid, die habe ich nicht. Oh, ich habe schon mal 25.000 Abonnenten. Also schon mal die Hälfte von 50.000. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann musst du mal einkaufen. Ja, ich weiß, das sollte man nicht. Und pipapo. So, das ist wieder fertig. Die Kommentare mit der Nachbearbeitung. Und das bewerben wir mal. So, einkaufen. PC. Wow, der kostet fast 400. Nehme ich mal eine neue Tastatur. Oder Maus, Webcam. Webcam neu und ach nein, das passt wieder nicht. Dann tue ich das mal raus, so. Okay. Ja gut, kauf das erstmal. Gibt es hier irgendwas noch, was ich kaufen könnte? Nee, gibt's nicht. Ach, jetzt gibt's auch ein neues Videoschnittprogramm.
auch sehr gut. Das war's mit dieser Folge YouTubers Live. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Oder um keine Videos mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!